Als Paul Richter und Michael Weber wegen Lärmbelästigung zu einem Bauernhof gerufen werden, erwartet die Beamten ein explosiver Empfang. Es gibt gleich ein dreckiges Auto. Haben die denn da aufgebaut? Wow. Was ist das denn? Ich hole Feuerlöscher. Hey, da liegt noch einer, guck mal. Sind Sie? Geht hier noch mehr hoch, oder? Pass auf, hier ist eine Gasflasche, ne? Ich will auch nicht näher ran. Ja. Versuchen Sie mal aufzustehen. Gehen Sie mal weg hier. Komm, können Sie hoch? Versuchen Sie aufzustehen. Wir müssen hier weg. Komm, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Arnold für den 36. Bleiben Sie da stehen, Luft holen. War das ein Versuch? Ja, Sie haben eine Platzwunde am Kopf, ne? Drehen Sie sich einmal um, bitte, dass ich damit den Kopf sehe. Oh, mir tut auch der Schädel weh. Was haben Sie denn gemacht? Oh, Moment. Oh, was ist denn? Was kann ich da jetzt hinsetzen? Wollte ich mal hinsetzen? Oh. Komm, ja. Komm. Oh, danke. Nehmen Sie mal hier Platz. So. So, Krankenwagen kommt. Oh. Zeigen Sie mal, lass mal gucken. Ja. Das sieht schlimm aus. Platzwunde. Oh, was ist das? Was ist da? Jetzt fragen Sie mich nicht, was da passiert ist. Das wollte ich Sie fragen. Ja, wenn ich das wüsste. Auf einmal brennt alles, war alles in Luft geflogen und bei mir hat's ja geknallt. Also wenn ich am Küchentisch stehe, da fliegt auch nicht alles in die Luft und brennt auf einmal. Also was haben Sie da gemacht? Es war total sicher aufgebaut. Es war eine Versuchsreihe. Es war alles total sicher. Ich mache das oft. Es passiert immer wieder, aber es passiert nie etwas. Ich bin immer total vorsichtig. Ich passe immer gut auf. Daniel Düsentrieb, oder? Ja, ja, es war ein synthetischer Kraftstoff, den ich da probiert habe für ein Objekt. Und der hat nicht richtig funktioniert? Weiß ich nicht. Anscheinend. Ich habe es aber schon ein paar Mal probiert. Wir sind ja wegen der Lärmbelästigung hier. Haben Sie heute schon mal versucht, irgendwas hochgehen zu lassen? Ja, das knallt schon ab und zu mal. Das kommt schon mal vor, ja. Okay. Aber es ist nie gefährlich. Das sagen Sie. Wenn ich mir Sie angucke, dann scheint es schon gefährlich zu sein. Zur Lage hier. Wir wurden ja eigentlich gerufen aufgrund einer Streitigkeit oder Lärmbelästigung. Das hat sich hier letzten Endes auf nur eine Seite bewahrheitet. Und zwar auf die, dass hier eine Explosion stattgefunden hat. Mir ist aktuell nicht ganz klar, was hier gebaut wird. Auf jeden Fall scheint das hier erstmal alles verpufft zu sein, was zu verpuffen ist. Der Kollege hat die letzten Brandspuren gelöscht. Das ist ein Fall für die Spurensicherung, denn hier geht es im weitesten Sinne um Brandstiftung, in allererster Linie. Was hier explodiert ist, das muss uns der Herr vielleicht selber erklären. Nur wenn hier mit Fässern... Guten Tag! Hallo! Was kann ich für Sie tun? Bleiben Sie mal stehen. Ich habe eine Verabredung. Mit wem? Mit dem Paul. Ich bin Wer Journalistin. Ist Paul? Ja, ich, Freund von mir. Also, Freund von Ihnen? Ja. Also ich kenne ihn, ich habe ihn jetzt auch nicht persönlich getroffen. Ist das hier der Betreiber von der Anlage oder also, woher kennen Sie den? Ja, also wie gesagt, ich bin Journalistin und er wollte mir ein Flugmodell zeigen. Okay. Und er hat gesagt, ich soll ihn jetzt hier treffen auf dem Hof. Ja. Dann ist er der Erfinder. Der ist gerade beim Kollegen. Wenn Sie hier rechts außen lang gehen, können Sie mal Richtung Halle gehen. Ja. Erste Halle rechts und dann können Sie den mal ansprechen. Vielleicht können Sie ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Ich komme gleich zu Ihnen. Okay, gut. Dann gehen wir mal ein Stück weiter. Hallo, was ist denn hier los? Wissen Sie? Ich bin... Bleiben Sie sitzen. Nicht, dass Sie mir da gleich umfallen. Ich bin Reporterin. Sie sind Reporterin? Ja. Und ich wurde hier eingeladen, weil ich einen Artikel schreibe. Der Herr, den Paul, den kenne ich über Social Media. Und er hat mir gesagt, ich kann ihn heute hier treffen, weil er mir ein Flugmodell zeigen will. Ein Automodell. Also Sie bauen an Fluggeräten, ist das richtig? Auch, ja, das ist so... Was haben Sie denn jetzt hier? Hören Sie mal, ernsthaft, ne? Sie können ja Gelände, Sie können Felder mieten, aber wenn Sie da irgendwann in die Luft sprengen und was hier explodiert ist, das war nicht ohne. Wir haben es ja gesehen. Ich muss das ja melden. Sie werden ein Problem mit dem Brandschutz bekommen, Sie werden ein Problem mit der Feuerwehr bekommen. Ich war das aber nicht. Wem gehört denn hier das Grundstück? Gehört Ihnen das oder? Ach, Lars Albrecht, das ist mein Vermieter. Okay. Ach, Sie haben das nur gemietet. Okay. Und der Herr Albrecht weiß aber, dass Sie hier mit dem Feuer spielen. Ja, klar, natürlich. Ja. Merkt er schon. So, wer hat denn den Tisch und das ganze Zeug da aufgebaut? Das hat er gezeigt. Das hat er hier, deswegen bin ich ja hier. Das hat er Ihnen gezeigt, eine Blaupause oder was? Nö, dieses Modell, das soll er hier haben, deswegen bin ich jetzt extra hier hingekommen. Haben Sie einen Presseausweis dabei, oder? Ja, schon.
Während Michael Weber die Personalien checkt, taucht plötzlich der Vermieter des Bauernhofs auf. Und der ist von den Experimenten seines Mieters ganz und gar nicht begeistert. Was ist mit Ihnen los? Ja. Sind Sie verletzt? Gleich Klamotten packen und ab. Sind Sie verletzt? Hallo. Sagen Sie erstmal, wer Sie sind. Sie reden mit der Polizei. Mein Name ist Lars Albrecht. Sie sind der Eigentümer hier. Ich bin der Eigentümer und das ist mein Mieter. Kommen Sie mal. Albrecht. Genau. Gehen Sie mal mit dem Kollegen mit. So. Was ist das? Ist das Blut oder was? Nee, das ist Marinade. Sie haben und wir haben heute gegrillt. Und da habe ich mich ein bisschen Marinade gegrillt? Richtig. Hier hat eine Explosion stattgefunden? Ja, das habe ich gehört. Okay, und dann sind Sie schnell rüber mit der Marinade auf dem Hemd? Nee, schnell nicht, weil das ist ja hier Normalzustand. Ach so. Das ist ja normal. Deswegen bin ich ja nicht direkt gekommen. Ja, ich habe es irgendwann knallen gehört und habe mir gedacht, komm, gehst gleich mal da vorbei, weil das höre ich ja hier jeden Tag. Ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Ja, deswegen seien Sie mir nicht böse, dass ich jetzt gerade ein bisschen sauer war. Aber ich muss ihn jetzt loswerden. Das geht hier nicht mehr so. Ja, wie lange hat er das schon gemietet hier? Ein Jahr. Ein Jahr jetzt. Ja. Und das ist seit einem Jahr geht das hier. Ja, es hat langsam angefangen, aber das wird immer krasser. Ich meine, Sie haben sich ja gerade selber davon überzeugt. Wir haben es selber gesehen, ja. Dieser Hirsch ist negativ und bei uns in keinster Art und Weise bekannt. Okay. Wie lange treibt er denn sein Spiel hier schon? Das ist gerade bei einem Ort gehört. Ich habe gerade gesagt, der ist seit einem Jahr hier auf dem Hof. Und seitdem macht er hat hier einigermaßen smart angefangen. Ja. Aber zu was er fähig ist, hat er jetzt gerade. Wo haben Sie denn, wo wohnen Sie denn? Hier auf dem Hof? Direkt neben Nachbargrundstück. Darf ich mal ganz kurz? Ja, natürlich. Ja. Marinade. Nee, ist Marinade. Grundsätzlich sah es für uns bei Eintreffen so aus, als könnte der Herr Wenzel sich auch selbst geschädigt haben bei seinem Versuchsaufbau. Als wir den Vermieter, Herrn Albrecht, kennengelernt haben und klar wurde, dass der seit längerem versucht, den Herrn Wenzel aus diesem Gebäude herauszubekommen, könnte natürlich auch eher ein Motiv gehabt haben und ihm einfach eins übergebraten haben. Die Platzwunde beim Herrn Wenzel war auf dem Hinterkopf. Ob der Albrecht da jetzt tatkräftig mitgeholfen hat oder ob es tatsächlich durch den Unfall kam, das können wir jetzt aktuell nicht klären. Den Mann habe ich aber vorhin auch schon mal hinten in den Büschen rumschleichen sehen. Ist das den hier? Ja. Mich. Wo waren Sie denn vorhin? Waren Sie vorhin hier schon mal ein bisschen gespinkst oder was heute? Ach so, nein. Entschuldigen Sie, ich wollte wilde Brombeeren sammeln. Ich habe aber auch keine gefunden. Tut mir leid. Das ist doch Ihr Hof. Da wissen Sie nicht, wo Brombeeren gesammelt werden? Ich darf auch wilde Brombeeren sammeln wollen. Keine Erdbeeren gefunden. Nee, der ist schlecht. Haben Sie was anderes auf Lager? Nee. Wilde Brombeeren, da bleiben wir dabei. So, wo haben Sie jetzt gesagt, Sie wollten die Pferde füttern. Hätte ich ja noch gesagt, okay, das stimmt, aber wilde Brombeeren? Weiß ich nicht. Levi Juttemann, wo hat er denn seine eigentliche Halle? Der hat ja hier was gemietet, hat er gesagt. Der hat das hier gemietet, hier alles. Das ganze Ding? Genau. Hier auch? Richtig. Dann wollen wir doch mal gucken, ob nicht irgendwas fehlt. Das geht nicht. Hier können Sie nicht rein. Das ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Das ist total. Okay, wir gucken auch weg. Ich bin nicht die Öffentlichkeit. Das ist total geheim. Das kann ich. Ja. Wir sind ermittelte Polizeibeamte in einem Fall einer Brandstiftung. Und dann hat alles von ihr gehört. Da möchte ich mich gerne auch auf den neuesten. Wenn er jetzt Geheimagent ist, dann können wir da nicht reingehen. Das ist ganz klar. Nee, dann müssen wir jetzt wieder fahren. Ne? Sollen wir wieder fahren? Ja. Weg von der Tür jetzt. Ich mach die Tür jetzt auf. Passiert schon A38, was du da war. Das ist geheim, oder was? Bleib mal da stehen. Wirklich? Wirklich? Sehr schön. Was ist das? Flievertüte? Das ist noch nicht ganz ausgereift. Ist noch in der Planung. Stopp mal. Hier ist Blut. Wo ist Blut? Hier, am Boden. Haben Sie sich verletzt hier heute, oder? Ja. Die Beamten vermuten, dass der Erfinder hier nur sein fluguntaugliches Fahrzeug verstecken wollte. Doch von wem wurde der 35-Jährige niedergeschlagen? Denn die Tatwaffe scheint gefunden. Ja. Soll ja nichts anfassen. Und das fliegt, ja? Ja, noch nicht ganz. Es ist halt, die Entwicklung dauert halt immer ein bisschen länger. Wie? Was ist das denn hier? Also, für den Schrott lässt du mich ja antanzen, oder was? Ich dachte, das wäre hier eine super Erfindung. Sie haben mal gemerkt, dass das hier nicht so ganz professionell abläuft. Also, nee, sag doch mal, was soll denn das? Ich muss ja eins sagen, Da Vinci hat ja früher auch Fluggeräte erfunden zu seiner Zeit. Und er wurde auch belächelt. Und diese Fluggeräte wurden Jahrhunderte später nachgebaut. Und die sind tatsächlich geflogen. Und wenn dieses Gerät in 14 Tagen hier aus der Garage fliegt und abhebt und davon fliegt, da gucken wir alle ganz dumm. Sag's ja, das war bestimmt der Albrecht. Dann will ich ganz schnell los haben. Anhand den Fingerabdrücken werden wir feststellen, ja, wenn Sie nichts dagegen haben, werden wir Fingerabdrücke nehmen. Und dann werden wir das. Er versucht jetzt nur von sich abzulenken. Alle aufstehen. Was ist denn da?
Haben Sie Besuch da oben noch, oder? So, haben Sie noch Mitarbeiter oder was? Steh mal auf. Hatten vielleicht. Polizeioberkommissar Paul Richter ist klar. Aus Spaß wird sich der Fremde nicht auf dem Dachboden versteckt haben. So, was machen Risse. Wir? Jetzt haben wir schon mal einen Namen. Also, Sie kommen nicht weit. Ja, ich wollte gar nichts machen hier. Wieso sind Sie so berußt, Herr Risse? Haben Sie sich verletzt? Brauchen Sie einen Arzt? Das geht schon. Waren Sie bei der Explosion dabei? Sie riechen noch verbrannt. Waren Sie bei der Explosion dabei? Ja, ich war dabei. Darf ich mal kurz? Ich fasse Sie mal an, ja? Ja. Die ganze, hier alles. Sie sind ja schwarz. Ja. Haben Sie aber mit zu tun, dass das Ding eben hochgegangen ist? Nee. Och. Ah, noch 1536. Sie arbeiten bei TechLab? Ja. Wir kommen immer weiter, immer. Person F angetroffen. Risse, wie gesprochen, wie der Fußballer. Vorname Thorsten, ohne H. 070083. Und er scheint bei der Firma TechLab zu arbeiten. Im Zusammenhang mit der eben gemeldeten Explosion und mit der heranrückenden Spusi, sprich Brandmeisterei, macht das vielleicht Sinn. Mach ich mit. Was machen Sie bei der Firma TechLab? Der Kollege fragt Sie. Herr Risse. Ja, ich bin in der Forschung tätig. Und da sind Sie ganz zufällig hier in der Halle, die eigentlich zu ist, wo zufällig eine Explosion stattfindet. Arbeiten Sie zusammen oder? Nee, wir arbeiten nicht zusammen. So, wenn ich jetzt bei Ihnen in der Firma anrufe und frage, was Sie hier tun, was glauben Sie, was die mir dann erzählen? Keine Ahnung. Haben die Sie hingeschickt oder sind Sie aus freien Stücken hier? Ja, Sie kennen ihn nicht, ne, haben Sie gesagt. Nein, ich weiß nicht, was er hier macht. Was hier zu suchen hat. Also, wir können hier noch zwei Stunden Palaver machen. Aber wenn ich schon mal mit, das ist der Risse. Ja, ich habe halt gehört, dass irgendwie so ein neumodisches Ding hier gebaut werden soll und wollte halt gucken, was es ist. Aha. So, und? Dann habe ich eine Explosion gelegt, um ihn rauszulocken, dann niedergeschlagen und wollte dann gucken. Sie haben ihn niedergeschlagen? Ja. Ja, jetzt frage ich mich noch eins. Eben wollten Sie gar nichts erzählen, jetzt kommen Sie freimütig mit der ganzen Story raus. Warum? Ja, mein Arbeitgeber darf es nicht erfahren, ja? Was soll ich jetzt noch sagen, Gruß? Wird doch eh rauskommen, jetzt wurde er eh ertappt auf frischer Tat. Ja. Ich sag halt die Wahrheit, lieber Quatsch. Ja, besser ist. Ja, was soll ich machen noch? Warum sind Sie da oben und warum haben Sie das alles vorbereitet? Warum? Ja, weil ich arbeite in der Forschung, ja. Es läuft nicht gut, es läuft zwar rückwärts, aber es läuft. Aber ja, ich wollte halt irgendwie da eine Schlagzeile mit oder was Besonderes sehen und dann sehe ich hier so einen Scheiß mit Auto mit so einem komischen Propeller. Das ist alles, was ist das für eine Kinder? Wo haben denn die Informationen überhaupt her? Ja, Social das Media hier was, halt. Social Media. Social dass hier Media, was gebaut wird auf diesem Hof hier und dann haben sie sich hier eingeschlichen und beobachtet und dann haben sie ein Auto gesehen. Ja. Ja. Wie sich zeigt, hat der Wenzel diesen Versuchsaufbau grundsätzlich richtig installieren wollen oder hat das auch so getan. Er wurde dann, nachdem er sich wieder in diese Halle hier begeben hat, von dem Herrn Risse niedergeschlagen, der diesen gesamten Aufbau und diese gesamten Erfindungen hier für, naja, für nichtig erklären wollte. Das mit einem Schraubenschlüssel, mit einer Rohrzange, um es genau zu sagen. Daraufhin ist diese Explosion durch den Herrn Risse herbeigeführt worden. Und das, was wir bei Eintreffen gesehen haben, ist eine zweite Explosion, die wohl nur die Nachwehen waren. Das wissen wir zumindest durch die Brandbeauftragten. Der Spion muss sich wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion verantworten.